Musikmachen.de für euch auf der Musikmesse 2014. Jetzt haben wir hier zwei Saiteninstrumente, E-Gitarren. Der Egon präsentiert sie. Hi. Hallo. And it's Johnny. Good to have you here. Er wird uns nachher den Sound geben. Was habt ihr für Modelle mitgebracht? Wir haben hier verschiedene Modelle mitgebracht bei Soul Tool. Und zwar das hier ist eine Venus Custom. Und das da ist eine Lagus Custom. Die ist ein bisschen so im Tele-Style, wie man das gut sehen kann. Und diese hier ist wahrscheinlich ein bisschen mehr eigenständig, also eine Hamburger-Gitarre. Ich komme mal besser so zu dir rum, dass wir die Gitarre im Fokus haben, dann habe ich dich auch ganz nah dran. Was sind hier so die Kerneigenschaften? Also ist, der Soundaufbau ist telemäßig halt, ein Tele-Bridge-Pickup, ein Tele-Hals-Pickup mit einem Twang & Spank zum Schalten hier auf der Brücke. Das hat so eine Art Nachbrenner, ja. Und das Design ist halt schon so ein bisschen modern, telemäßig. Und wir haben hier auch einen schönen Roasted Maple-Hals, ja. Und benutzen tue ich Stahlbünde in zwei Zonen und so. Also müssen wir mal anprobieren, ja, so. Das heißt, du bist auch der Creator, der Hersteller? Ja, ich baue die und entwerfe die, alles zum One-Man-Show sozusagen, ja. Was möchtest du für einen Sound erzielen? Wen möchtest du ansprechen, welchen Gitarristen? Ja, also mit dieser Gitarre vielleicht so den Country-Blues-Rock-Spieler, ja. Und richten wir mal ganz kurz die Aufmerksamkeit auf das Modell, was Johnny in der Hand hat, das hören wir ja gleich auch nochmal. Ich kann dir auch die ganz kurz abnehmen und halte die dann. Halten kann ich eine Gitarre? Was sind da die Kernmerkmale? Also das ist eher Les Paul-Style halt, sehr schnittig auch. Und das ist eine reine Hamburger-Gitarre mit Vintage-Puffs drauf, von Good Tone, also ein Hersteller auch in der Schweiz. Und die ist ganz einfach mit dem Poggle-Switch zu schalten, ohne großes Pipapo. Also Brücke, Beide und Hals mit Volume und Tone. Ja, und da spreche ich wohl eher die härte Gangart an, vielleicht so Rock, Hardrock, sowas. Dann lass uns die doch gerade nochmal hören. Johnny, he'll give us the sound, right? Okay, vielen Dank, viel Erfolg und schön auch den Creator direkt hier zu haben. Wir bleiben dran an den Messe News 2014. Musik ab! I'm